So, ich sehe jetzt, was war da? Mach noch mal bitte raus. Dämpfer vom Avisomatics A800 mit der neuen Dichtung. So. Sieht man hoffentlich. Ja. Wird einfach nur eingesetzt. Danach gedrückt, dass die schön in dem, wie sagt man dazu, Propeller oder? Ja, Propeller. Ja, kann man Propeller sagen. Oder Schaufelrad. Genau. Warum machst du das? Warum machst du das? So, jetzt im zweiten. Jetzt hat er eine Ausrede, warum ich das mache. Ey, jo. Ah, rutscht mal gleich. Und du hast ja eine ruhigere Hand wie ich. Hier habe ich Freunde, weißt du? Ja, dabei vorsichtig vorgehen. So, jetzt kommt das Dämpferöl rein. Einsetzen. Achso, und das Hilfsmittel gibt es dazu zum Einsetzen. Genau. Okay. Bei Toni Sport bei Kleinkram eigentlich zu erwerben. Und der wird jetzt einfach so verschlossen. Genau. Okay. Die neue Dichtung. Ich habe mir hier eine kleine Kerbe gemacht. Ja. 12,5 mm laut okay. Max Mechler, dass die praktisch genau hier richtig sitzen. Ja, wird also die Dichtung nochmal, genau. Genau, nochmal arretiert. Jetzt geht los, praktisch das überschüssige Öl. Ja, das Öl jetzt weg. Genau. Was übersteht. Genau. Schön wegwischen. Ich nehme meistens maximal 2-3 Mal. Dichtung rein. Dichtung mit einem 5-5er Schlüssel kann man das wunderbar reindrücken. Okay. Ein bisschen drehen, dann ist die auch schön, dass die auch wieder schön unten sitzt. Ja, 5,5er Schlüssel hat er gesagt hier. Kann man das schön nehmen. Und dann ist danach kommt das Lager drauf. Auch wieder mit einem 5-5er Schlüssel einsetzen. Fertig. Und fertig ist der Dämpfer. So, und beim zweiten Dämpfer gehen wir genau so vor, wie jetzt. Genau. So, Öl ist weg, Dichtung drauf, wieder mit dem 5,5er. Lager drauf, einsetzen, fertig. Fertig ist die Geschichte. Genau. Ja, wir werden das modifizieren. So, für unsere Nicht-Profis, was setzt du jetzt gerade ein? Den Federnhalter, Stabilhalter, das Federblech? Federblechhalter, genau. Der Federblechhalter, okay. Der passt nur in eine Position? Der passt, der hat eine Kerbe praktisch drin, wo die Madenschraube sich einsetzt. Ja. Und jetzt ist es nur wichtig, den ganz nach oben zu drücken, bis zum Anschlag. Ja. Und dann den Dämpfer festschrauben. Ah, okay. Also, dann ist der praktisch, dann ist er genau an seinem richtigen Punkt. Ja. Dann kommt praktisch wird die Feder eingesetzt. Okay, das ist die Feder. Genau. In dem Fall in der Halle fahren wir die Softfedern. Ja. Und das ist praktisch die Verbindung zur Schwinge außen, der Hager mit dem Kohlenkopf, und dann ist der Dämpfer eigentlich fertig gebaut. Okay, super. Sehr schön. Ich schaue mir das noch beim nächsten an. Haben wir jetzt gleich. Ja. Thank you.
festziehen wieder. Jetzt wieder nach oben drücken. Und festziehen. Genau. Feder einhängen. Nummer 2. Perfekt. Nummer 2 fertig. Und wie sagt man? Ende aus Mickey Maus. Laut Simon Laut am Ende aus Mickey Maus, genau.